Ui, ui, ui. Ah. 7 Schusswunden und 2 Schlüsselbeinbrüche. Ist aber alles gut verheilt. Ich bin ein Medic nämlich. Es geht weiter hier. Wow, das ist... Sie haben mir das Leben gerettet. Danke. Sie sind ein guter Mensch, wissen Sie das? Sehe ich so aus, als hätte ich Geld? Tut mir leid, aber ich kann nichts zahlen. In Ordnung. Ich bin vorsichtig. Das verspreche ich. Was? Hey, nochmal danke. Ohne Sie wäre ich jetzt nicht hier. Red hätte da sein sollen. Wahrscheinlich wurde sie von den Mutanten verschleppt. Verdammt. Verdammt! Ich erinnere mich an Schreie und Schüsse. Eines dieser großen, unförmigen Dinge hat auf mich geschossen. Mehr weiß ich nicht mehr. Puh, das ist lange her. Ich weiß nicht genau wann, aber alle, die erwachsen werden, enden irgendwann hier. Von uns sind nicht mehr viele übrig. Okay, dann muss ich anscheinend jetzt Red retten. Oh. Irgendwann kommt ein Mutantenangriff. Wen haben wir hier? Ein Besucher? Wer würde dieses Loch besuchen wollen? Sie wollen uns doch sicher vergewaltigen und ausplündern, richtig? Na? Ja, wäre aber auch egal. Wir sind sowieso alle Snacks für die Supermutanten. Oh. Das ist der Spirit. Ja, ich kann's machen. 13. Lächerlich. Das Einzige, was Sie wissen müssen, ist, dass wir alle dem Untergang geweiht sind. Früher oder später werden Sie uns alle kriegen. Wer sind Sie überhaupt? Ein Held, der gekommen ist, um unsere Freunde vor den Mutis zu retten? Ha, Sie sind doch nur hier, um Ärger zu machen. Sie haben sie in den Norden in dieses alte Polizeikommissariat in Germantown verschleppt. Aber sicher wurden sie schon aufgefressen. Oder schlimmer. Warum? Haben sie vor, ein Wunder zu vollbringen und ihre traurigen Ärsche zu retten? Ha, träumen Sie mal schön weiter. Das wird Ihr Untergang sein. Und ich werde Ihretwegen keine Träne vergießen. Oh. Gut, wenn Sie sterben wollen, dann mal los. Sie sind in irgendeinem Polizeikommissariat in der Nähe von Germantown. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Wir können in dieser Stadt 2 Dinge tun. Leiden und sterben. Sonst gibt's hier nichts. Auch keine zu plündernden Geschäfte. Ja. Ist das ein Gag? Ja, absolut. Alles, was schiefgehen kann, geht schief. Die Supermutanten und Sklavenhändler wechseln sich damit ab, uns fertig zu machen. Wir können nicht zurückschlagen. Darum errichten wir einfach Barrikaden um die Stadt herum. Jetzt stehen wir mit dem Rücken zur Wand. Es gibt keinen Ausweg mehr. Die meisten von uns kommen aus Little Lamplight. Wir waren zu alt, darum wurden wir rausgeworfen. Diese Rotzlöffel. Ich habe immer die Geschichten über das großartige Big Town gehört, in das all die Erwachsenen gehen. Aber hier gibt es nur Tod und Sand. Okay. Ah, ja, mit den Supermutanten. Ja, ich habe schon das Rot gesehen. Malerkuchen. Mutziges Wasser. Hier sieht's aus. Sie sind da draußen. Ich kann es fühlen. Was? Sie? Ich habe Sie bereits willkommen geheißen. Sie können hier niemandem Angst einjagen, selbst wenn Sie die ganze Stadt niederschießen. Ich würde nicht mal mit der Wimper zucken. Ja, in Big Town lernt man, den Tod zu akzeptieren. Hier gibt es nichts, was nicht schon zerstört oder geklaut worden wäre. Für Sie wäre es besser, die Toten draußen im Ödland auszuplündern. Letztens gab es einen Angriff der Supermutanten. Und wo es einen gibt, da warten gleich 10 weitere darauf, uns an die Gurgel zu gehen. Danach werden die Sklavenhändler kommen, unsere Leichen ausplündern und die Überlebenden nach Paradise Falls verschleppen. Hier gibt Ich suche nach 2 Arten von Bewegungen. Langsame, lauernde und unruhige, ruckartige Bewegungen.
Beide sind tödlich. Wo sind die Mutanten? Ich weiß, es kommt ein Mutantenangriff. Hey, ich hab was gefunden. Ein. Ach, egal, Scheiße. Dann machen wir Big Down. Aufgaben Big Down da. Lebt hier niemand? Verdammt, ist es tot hier. Okay. Papi, kein Baum. Dann haben wir Peter Cup. Lecken wir Peter Cup auf. Aufstehen. Uff, zu hell. Ah, hallo, ich bin Bitter Cup. Endlich jemand, der kein Urteil über mich fällt. Wissen Sie, die Leute hier sind sehr schnell davon überzeugt, alles über jemanden zu wissen. Ich meine, nur weil ich anders aussehe, bin ich doch noch kein Freak, oder? Mann, diese Welt ist echt Mist. Niemand versteht das. Man hört immer nur bla 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 bla. Was ist denn mit diesem Mädchen los? Das sagen sie doch immer. Bla bla, Bitterkap. Du musst aufpassen, wenn du auf Patrouille bist. Soll ich etwa Sklavenhändler aufhalten? Das ist doch Flashs Job, nicht meiner. Außerdem ist es doch sowieso egal. Früher oder später werden sie uns kriegen. In Lamplight wurde immer gesagt, dass Big Town ein sicherer Ort ist und dass man sich über nichts Sorgen machen muss, wenn man geht. Es gibt da im Nordosten irgendwo ein Polizeikommissariat. Begraben Sie unsere Freunde, falls Sie sie finden. Mich suchen schon genug Gespenster heim. Manchmal gehe ich durch die Stadt, um nach Kreide und Make-up zu suchen. Auch wenn man sowas hier nirgendwo kaufen kann. Ach ja? Und was? Nicht, dass ich etwas darum geben würde, was Sie denken. Ja, nur wenn es ein Kompliment ist, oder? Ja. Deswegen gehe ich tagsüber nie raus. Der Mond leuchtet viel schöner als die Sonne. Sind Sie schon liiert? Ich brauche schon noch eine neue Followerin. Follower. Waffengefährtin. Mit Ihrem Gastgeber. Mit mir. Präsident John Henry Eden. Brauche eine neue Waffengefährtin. Oh, naja, ich muss jetzt los. Aber ich würde mich über einen neuerlichen Besuch freuen. Ja, also keine Waffengefährtin. Wer ist das? Hier sieht's aus. Willkommen in Big Town. Nicht, dass viel von der Stadt übrig wäre. Diese Supermutanten entführen immer mehr Leute. Das sind alles die gleichen Fragen. Okay, gehen wir raus. Wo muss ich hin überhaupt? Darauf. Minenfeld ist fast am nächsten. Supermutanten? Nein? Gehen wir zu Fuß. Durch die dunkle Nacht. Wo uns der Mond so schön ins Gesicht strahlt. Okay, was haben wir hier drin? Auch eine Stadt. Das ist doch noch nicht so. Bin ich da in irgendwas reingetreten? Das ist doch noch nicht Germantown, oder? Warum heißt die Stadt Germantown überhaupt? Haben da so viele Deutsche gelebt? Eine Kirche.
Loot mitten auf der Straße. Wo ist der Hinterhalt? Hier ist der Hinterhalt. Verdammt, wechsel die Waffe, du Vollidiot. Wollte er gerade nicht machen. Perfekt für Granaten eigentlich. Wechsel? Er will nicht Waffen wechseln. Ah, oh, Mist. Das ist irgendwie komisch gewesen. Headshots. Oh, das ist eine Minigun. Jericho geht's gut. Oh, das ist nicht Jericho. Wo ist Jericho schon wieder? Wo rennst du hin, Bro? Wo rennst du hin? Da ist Jericho. Irgendwo. Jericho? Ah, okay. Mach dir Sorgen, Alter. Jericho? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Ist er nicht da? Was gibt? Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Trage meinen Schrot. Action, Action, Action. Toll. Okay. Das sind viele Tote. Das ist die Minigun. Und die ist erholen gegangen.
Nagelbrett, nichts wert. Energy Cells. Paul, ich bin's, Tina. Ich habe von meiner Schwester Candace gehört. Wir konnten nicht in eine Vault. 101, 87, ganz egal, alle komplett voll. Aber mein Bruder Alex ist Soldat. Und er hat den Passcode für einen Armeebunker gestohlen. Für die Familie. Aber sie haben ihn geschnappt. Vor seiner Festnahme hat er jedem von uns eine Zahl des vierziffrigen Codes geschickt. Wir müssen also zusammen sein, um reinzukommen. Er hat mir die Nummer 5 gegeben. Mein Geburtstag. Was ich sagen möchte, ich werde gehen. Es hat Spaß gemacht. Irgendwie. Oh, ich bin nicht schwanger. Keine Angst. Ich hab vergessen, wie beschissen hier alles ist. Ja, was mit dir? Wir müssen weiter. Na, steckt in der Erde. Ah. So gewegt, das hatte ich alles verfehlt. Ah. Nimm die Scenic Route nach Germantown. Ich glaube nicht, dass ich das Reparatur-Perk bekommen werde, was ich haben wollte. Wo man chinesische Sturmgewehre mit normalen Sturmgewehren. Ich brauche nur zwei Schläge. Ja, hoffen wir mal, dass du nur zwei Schläge brauchst. Ja, gut, gut, gut. Danke, Jericho. Robo hier. Danke für die Playfliegenvernichtung. Okay, in Germantown wird gefährlich. Die Supermutanten dort sind nicht so ohne. Natürlich greifen wir mitten in der Nacht an. Ich hätte Nachtmensch als Perk nehmen sollen. In den Vordereingang, verdammt. Ah je, da sollte ich gar nicht so reingehen mitten. Zum besseren Hintereingang. Ich weiß, die haben Raketenwerfer. Also immer schön auf Raketenwerfertypen Johnnies achten.
Mach ich das ganze Fleisch wieder her. Ah. Mein Bro hat ja auch noch Fleisch auf sich dann. Und nicht Fleisch, eiskalte Colas. Was, ja. Warum stehen wir hier rum, Will? Aber coole Pause. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Action, Action, Action dann. Okay. Was wollte ich jetzt? Um Gewehre reparieren. Sind in makellosen Zustand. Alles gerade, alles. Krass. Okay. Dann rein hier. Wenn ich den Eingang finde. Ich gehe dann später looten, wenn es hell ist. Sehr schwer. Das ist gar nicht wert. Uff. Okay. Ich glaube, zuerst muss ich in den Keller. Ignoriere ich. Erst Leute retten, dann looten. Sollen wir noch weiter verstecken? Ich hab das wirklich. Oh, was? Trennmesser diesmal. Das ist nicht das Wahre. Das ist nicht das Wahre. Bleib doch mal stehen! Ach, das ist nicht das Wahre. Okay, wo ist der Keller? Klo, Klo, Klo. Ich gehe erst später looten, sobald ich die Unterstützung habe. Kakerlake wird ignoriert. Wollen Sie mich verarschen? Verdammt. Nicht jeden von uns. Ah, Keller. Ich glaube, Jericho hat gerade einen Fight angefangen. Schon lange niemand mehr umgelegt. Hier liegen schon genug Körperteile rum. Warum kriegst du nicht die? Schotti. Gott sei Dank. Wer sind Sie? Egal, spielt jetzt keine Rolle. Wir holen jetzt Red und hauen ab. Sie gehen voran. Ich. In Ordnung. Okay. Oh, Red war glaube ich oben, die wird auch gleich geholt und dann wird geplündert. Ich glaube Red kann nicht sterben, ich glaube nur er kann sterben. So habe ich das in Erinnerung.
Nein. Wo? Genauso, genauso. Ich brauche nur zwei Schläge. Hey! Wo? Ah, verdammt, wo ist meine Vampirklinge? Stimmt. Gott, Klinge. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Okay. Schnell! Wie schön, dass du am Leben bist, Shorty. Was glaubst du, wie froh ich erst bin? Jetzt lass uns verdammt noch mal abhauen von hier. Sie retten Shorty und mich? Danke. Ich dachte schon, wir wären erledigt. Ich glaube, die anderen sind tot. Oder noch was Schlimmeres. Ich bin auch froh. Ich habe verdammt Glück, dass sie gekommen sind. Alle anderen sind entweder tot oder wurden sonst wohin verschleppt. Lassen Sie uns besser schnell nach Big Town zurückkehren. Wir können in Big Town wieder reden. Unter diesen Umständen nehme ich was. Das wird interessant. Ja. Lange war. Wo ist er? Hier ist er. Ja, was denn? Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Wir können in Big Town wieder reden. Gratulation. Ich weiß nicht, ob sie eine Waffe hat. Da ein Trennmesser. Lange warten wir. Oh, ich meine. Wir können in Big Town wieder reden. Yay! Ich weiß nicht, ob ihr schon ahnt, was ich los habe, was ich vorhabe. Aber ich werde die zwei mir einfach erstmal Follow nehmen. Wir bleiben bei. Yep. Ihr bleibt bei mir, keine Sorge. Hey, ich hab was gefunden, ein. Ach, egal, war nichts. Fliegende Bananen können nicht sprechen. Fliegen? Ah, okay. Sie sollen nur glauben, dass sie es können. Ah, Nickerchen. Aufbrechen. Er will das Schwert draußen behalten anscheinend. Keine Sorge, Shorty, für dich finden wir auch noch eine Waffe. Eine Waffe braucht er nicht, eine Rüstung. Da hat mir eine Cherry Bomb gelegt. Okay. Das neue Team ist bereit. Wenn ich jetzt noch eine Mechanikerrüstung hätte für Shorty. Mein eigenes Superhelden-Team. Fast, dass Jericho da noch nicht reingestiegen ist. Was haben wir hier? Schwer. Rechts. Links meine ich. Mist. Wir fallen? Nein. Fette Loot. Echt fett. Noch ein paar Haarklammern dabei waren. Das ist richtig cool. Was haben wir hier? Schalde gedämpft. Kampfflinte zum Reparieren für meine.
Der Staff Boss. Das restliche Team. Da. Jericho ist ja, das restliche Team. Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Explosives. Gratulation, Jericho. Das restliche Team kriegt nicht so viel von mir. Waschenbecher runterschmeißen. Napsglas brauche ich auch nicht. So. Jetzt wird fett hier gelootet. Schon wieder mehr Sturmgewehre. Ich will mich jetzt hier fett durchlooten, wird die ganze restliche Folge wahrscheinlich dauern. Wird interessant, ob die zwei wirklich nützlich sein werden im Kampf. Und ja, die nehme ich echt mit. Sind jetzt Teil des Teams, okay? Brauche nur eine coole Rüstung für Shorty. Genug geredet. Hauen wir ab von hier. Ich bleibe dicht. Ja, ja. Zu dicht, Shorty, zu dicht. War nicht eine Stiege hoch, war sie. Ist da noch jemand? Gut, wenn wir eine Rüstung für die Leute finden. Ja, Shorty. Hauptsächlich Shorty. Ich wurde getroffen! Du Idiot. Verstehe, hier ist alles vermint. Ich weiß nicht, warum Shorty mir immer am nächsten steht. Wehe, du stirbst durch Granaten und Minen, Shorty. Wehe. Wo die Gang reinrennt. Okay, das schaffe ich mit aufbrechen. Yep. Ah. Wirklich? Verdammt. Ich dachte, dafür haben wir gerade das Kennwort bekommen. Die Klein. Die Klein. 3 von 7. Nein. Klein. Reading. Es ist ein Ing-Wort. Reading, letting. Mist. Das war gar nichts. Ah. Ah. Mine. Ist
zählt das Stehlen nämlich. Da sind viele Minen drinnen. Stehen bleiben, Jungs, alle schön stehen bleiben. Denn ja, keine Minen läuft. Genug Kampfflinten zu reparieren. Der hat zwei Jagdflinten genommen. Greedy Bastard. Was hat er die zweite gebraucht? Echt jetzt? Hätte ich keine coole Rüstung für den Typen. Werden wir finden, keine Sorge. Schrotti wird schon eine coole Rüstung bekommen. Mist. Ah, natürlich. Ich habe gerade meine legendäre Shotgun verschwendet. Ah, und ich kann es auch nicht rückgängig machen. Geht in diesem Spiel einfach nicht. Dafür. Alter. Alter. Wie habe ich das verkackt? Wie habe ich das geschafft? Ja, das tut ein bisschen weh. Ein bisschen tut das weh. Ihr habt diese Mine übersehen, Jungs. Notrufterminal. Verdammt. Jetzt renne ich mit der normalen Shotgun herum. Ja, so schnell geht das. Ich breite Feuerschläge. Das wäre hiermit erledigt.
Ledergurt. Ach, für Todeskrallenhandschuh. Hätte das Mädel einfach die fruchteinflößende Shotgun geben sollen. Was für ein Dreck. Gut, das wäre ein Haarklammern. So, Rüstung wäre cool für den Jungen. Wir können in Big Town wieder reden. Zwei Stunden Gewehre. Such dir was aus. Lange war? Nein, ich meine. Wir können in Big Town wieder reden. Das stört mich. Das stört mich unheimlich. Nicht mal einen perfekten Checkpoint gehabt, dass ich das rückgängig machen kann. Ja. Hör mal, Death. Und das, was stirbt, sind meine Gefährten und meine Ausrüstung. Das ist ein Fatboy, der gerade auf dem Boden liegt. Natürlich liegt das hier am Boden. Nein, echt nicht überlastet. Gibt's ja gar nicht. So, wir werden Fatboy halten. Jericho, Fatboy halten. Warum stehen wir hier rum, wenn's über... Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Fatboy. Ah, er schießt wahrscheinlich auf einer Red Kakerlake und killt uns alle damit. Okay, raus hier. Gleich. Ich gehe nach Megaton. Haarklammer. Yes. Alles verkaufen und dem Jungen eine Rüstung kaufen. Falsch. Jeden Tag. Oh. Mist, 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 Mist. Wenn wir jetzt in Fight kommen und Jericho wirklich den Fatboy auspackt. Okay, passt. Ab nach Megaton.
Red ist schon versklavt, das ist meine Waffengefährtin. Da. Peace out. Peace out.